Ihr wollt wissen, was ich hier mit den Gleisen vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Kiff. So. Wir wollen uns irgendwie Öl besorgen, um da vorne Raffinerien hinzubauen. Okay, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Das links machen wir gleich. Als erstes, also ich habe mir überlegt, wie kriege ich das Öl am besten hier hin? Ich könnte einmal eine Leitung einfach über den Berg schmeißen. Alles blöd, glaube ich. Oder um den Berg rum. Ist auch blöd, glaube ich. Also hier habe ich die Fläche groß gemacht. Da habe ich geguckt, wie weit würden die kommen von da aus gesehen. Also irgendwo bis dahin sollten Raffinerien kommen. Hier habe ich schon mal ein kleines Plateau für einen Bahnhof vorbereitet. Und dann wisst ihr auch schon, wo die Reise hingeht. Nämlich, wir wollen das ganze Zeug per Zug rüberbringen. Und dafür direkt vom Kreisverkehr schon mal die zwei Schienen geholt. So. Das ist so jetzt grob der Plan. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich das Öl... Also, Öl wollte ich gerne von... Hier irgendwo waren zwei Reine. Zumindest sagt das der... die Map beim Calculator. Ich hätte schwören können, dass die hier waren, aber okay. Da ist rein. Unrein. Normal. Unrein. Oder hier. Unrein. Unrein. Normal. Also irgendwie, eine fehlt mir hier oben. Auf dieser Karte. Im Vergleich zu der anderen. So, mal eben nach. Irgendwo öffnen. Sie lädt. Ja. Hier sollte eigentlich noch eine sein. Das müssten wir uns angucken. Ansonsten mit einer reinen, da kriegen wir 600 raus. Einer normalen, war doch auch hier irgendwo, genau. Normal kriegen wir auch nochmal 300. Sind wir schon bei 900 plus die zwei. Sind wir dann halt bei 1200. Wir brauchen 960. Also nicht mal 936. Ja. Und dann könnten wir halt den Zug schön von hier aus irgendwie hier rum, hier entlang und dann, keine Ahnung, hier so rein oder hier hinten rein und zurück. Ich sehe ja so viel Öl, das ist ja also gar kein Problem. Wir können auch die normale und die normale, sparen wir noch einen Apparello. Allerdings bräuchten wir schon wieder mehr zum Übertakten. Weil ich kriege immer nicht eine Nehmend. Wenn ich diese hier übertakte, bin ich bei 240. Dann haben wir schon 800. Ja, wir brauchen trotzdem noch mindestens eine dazu. Mit übertakten. Also ist es vollkommen egal. Ich könnte auch die beiden nehmen oder die beiden. Das ist interessant, hier fehlen allgemein welche. Ich glaube, wir müssen uns das hier genauer angucken. Weil hier soll eine sein, da soll eine sein. Hier und etwas da drüber sogar. Also hier sind auch nochmal zwei, die mir hier nicht angezeigt werden. Mal sehen. Okay. So, womit fangen wir jetzt an? Wir könnten, eigentlich könnten wir als erstes die 32 Apparellos da setzen. Also sind das 11-mal unsere Blaupause und dann einen wieder löschen. Da unten. Ja, machen wir das heute. Ich würde auch vorschlagen, hier den Bahnhof da hinsetzen und dann schon mal die die Strecke in die Richtung setzen. Das mache ich wieder offscreen.
Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob das für euch okay ist oder ob ihr sagt, nee, das würde ich tatsächlich gerne sehen. Weil dann kann ich mich entsprechend anpassen. So. Ja, wir könnten auch einen Zwischenstopp an so einer Quelle machen. Dafür habe ich ja eigentlich den Kompressor da mit drin, aber da weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. So. Müssen wir eben müßig. Ich schmeiß mal eben alles, was ich gerade. Den kann ich direkt mal anhalten. Genau. So, Autopilot ausschalten. Er fährt nämlich schon die ganze Zeit hier hin und her. Muss er. Also, wir packen jetzt mal alles in die Plattform rein. Wir brauchen gerade das nicht. Kaufen wir jetzt alles sauber neu ein, damit ich ich nur das dabei habe, was ich brauche. Nur die lasse ich da drin, weil da weiß ich definitiv, was ich brauche. Und arbeiten, den Kompressor nehmen wir wieder raus, die Extraktoren nehmen wir wieder raus. Die drei Ölpumpen nehme ich vorsichtshalber auch erstmal wieder raus. Das ist jetzt unsere Liste, was wir brauchen. Kabel und Turbodraht haben wir genug. Okay. Dann brauchen wir die Dinge? Nein. Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht mehr. Haben wir genug? Da haben wir gesagt, ich muss erstmal voll. 330. Haben wir. Brauchen wir die? Nein. Kunststoff brauchen wir. Aber das geht relativ einfach. Die brauchen wir auch nicht. Beton. Sehr gut. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Davon brauchen wir auch 330. Davon brauchen wir eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4, 5. Mache ich vorsichtshalber weg ein bisschen mehr. So. Brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht? Was brauchen wir? Nicht. Das brauchen wir, nehmen wir auch noch ein bisschen mehr mit und so. Die haben wir doch erstmal genug. Also das ist alles abgehakt. Autsch. Okay, da war quasi nichts zum Schaden verursacht. Wo gehe ich eigentlich da hinten hin? Da wäre doch besser. Ich fange doch eh vorne. Muss ich nicht nachher nochmal komplett umgehen. So, hier sind wir ganz gut. Wir wollen den Spaß hochbringen. Die mittlere stellen wir uns. Und da wir in die Richtung den ganzen Spaß machen, sagen wir auch, auf der Seite ist der Eingang. Das heißt, wir fangen dort auf diesem an. Da wollen wir mit dem Spaß loslegen. So. Wie haben wir das jetzt? Hier kommt ja eh nur Öl rein. Ist ja vollkommen egal. Dann der Anschluss ist halt dann benutzt, aber egal. So fangen wir an.
Ich muss ja sagen, das geht ja so viel schneller mit dem Blueprints. Ne? Gut, irgendwo meine rote Linie. Dann haben sie auch schon alle aufgestellt. Da kommt so langsam. Bin ich gerade in. Dahin, danke. Ja, komm. So, sind auch alle vernünftig in einer Linie. Hier ist genug Platz für den ganzen Ausgang. Super. Das heißt aber, die hier ist zu viel. Wir brauchen, wie gesagt, 32 Stück. 11 mal 3 sind 33. Das ist das. Du weg. Du weg. So. Das ist alles. Wir müssen die hier noch schwarz markieren. Das ist, glaube ich, in dem Fall mal sinnvoll. Nur falsch. Auch nicht richtig. Das war's immer. Und dann wollen wir schwarz haben. Aber ich sollte draußen. Ich sollte dabei wenigstens eben die Leitungen auch verbinden. Würde ich nicht. Das ist im Moment Standard für Rohre. Und dann wollen wir damit auch pinseln. Können wir halt einmal so machen, eben durchpinseln. Und dann gleich die Löcher füllen. Deswegen habe ich das garantiert vergessen. Nein. Egal. Müssen wir die nachher auch nochmal nachpinseln. Den auch nicht immer mitkriege. Das kleine Stückchen, das ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich ihn. Macht auch nichts. Nein. Ich dachte, das geht so gut mit den
ich da unten das. Das. Oh, bin ich froh, wenn wir mit dem nächsten Update das vernünftige Maß des Mantels bekommen. Und Gott sei Dank nur zwei. Das kriegen wir hin. Da kriegen wir alles hin. Das ist halt nur blöde Arbeit jetzt. Ne? Weg damit, weg damit. Nein, komm. Dich weg. Dich weg. Reicht so. Dann hier hin. So. Wo einer in die Kommentare schreibt, du musst einfach eine Steuerung gedrückt halten. Das tue ich. Aber manchmal hat er nicht so richtig Bock da drauf. So, jetzt ist das alles in einer Linie. Sehr gut. Dash Customizer dorthin. Zack, zack, zack. Und nach da fliegen, die ganzen Teile machen und dann setzen wir die Anschlüsse dazwischen. Also hier kommt Rohöl rein. Wie man wahrscheinlich sieht, ich fange hinten an. Also, 1, 2, den haben wir. Da haben wir. Da ist eine Lücke. Okay, die schwarze passt. Dahin. Einfach nur da rein, danke. Nein, unglaublich, doch noch wieder ein Frick. Passt jedes Mal. Einmal die Musik wechseln. Quatsch. Dahin wollte ich. So. Und dann sind wir auch durch. Wahnsinn. Okay. Sauber machen mit irgendwelchen falschfarbigen Teilen hier. Das machen wir anders mal. Dann ist gut. Das heißt,
Ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel eingeplant an Dingern. Ich würde wahrscheinlich, er wird den Bahnhof auf 4 ansetzen. Also. Das wird wahrscheinlich auch schon zu viel sein. Gucken wir doch mal. Das brauchen wir. Für einen Bahnhof mit 4 Transport ist der. Mit 4 Plattformen für Flüssigkeiten. Und 16 Computer brauchen wir. Also das meiste haben wir sogar schon ausreichend da. Über die Motoren. Computer hier. Die Kollegen brauche ich immer. Glaub nicht, ne? Ich könnte gucken, ob hinten in dem einen Container noch genug sind. Wenn ich hier 16 brauche, werde ich da hinten auch 16 brauchen. Hier in unserem. Gut, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ne? So. Ja, ich nehme auch direkt Material für Schienen, damit ich die auch anschließen kann. Genau. So, wenn ich 4 sage. Muss ich überlegen. Lassen wir 2 hier frei. Das ist 2, 4, 6, 8. Hier müsste der Bahnhof so ungefähr drauf kommen. Die Richtung bitte. Ich muss jetzt gucken, ob ich den auch mittig biege. Also, das ist meine Linie. So sieht, glaube ich, ganz gut aus. Da noch 2 über. Das entspricht der Linie, weil das Gleis muss ich dann irgendwie hier drum legen. Da müssen wir noch. So, jetzt kommt die Frachtplattform und die muss nach links stehen. Das ist auch richtig. Das tut sie. Du das jetzt nicht tust, weiß ich nicht, aber okay. Du machst das. Und noch einer. Ob ich noch einer hinsetze, habe ich genau nicht aufgepasst. Aber das macht nichts. Ja gut, wäre jetzt nicht so ein Problem, da hinten nochmal irgendwie 1 oder 2 dran zu setzen. Genau. Nee. Oh, Fundament ist wichtig. Ja. Komm, dann setzen wir 2. Wir haben vorne 2, wir haben hinten 2. Wobei, das passt wahrscheinlich nicht. Ne? Jetzt fehlen mir genau 2 Beton. Dafür. Okay, das mache ich nachträglich. So, wir können die Schiene nehmen und sie direkt da anschließen.
müssen uns noch um Signale kümmern hier bei dem Ganzen, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann geht diese Schiene dort. Die muss jetzt eigentlich hier an der Seite vorbei. Dafür brauche ich Beton. Das Problem ist, wenn ich da jetzt, also darüber gehen und Beton holen, ist wahrscheinlich schneller gehen, als da vorne hingehen, aber der Rückweg ist halt wieder blöd. Das war doof. Aua. Okay, also die Kanisterproduktion hat schon mal gut funktioniert. Ups. Ja, da sind wir vorbei. Danke. Ja, auch. Danke. Ja, mal so mit. So, wie kommen wir jetzt am besten da wieder hoch? Weil wir sind hier echt relativ nah rangekommen an unsere Hilfsfabrikation. Aber leider nicht nah genug. So, einmal hier lang. Das Schöne ist, wir können jetzt hier abkürzen. Mache ich den? Wie kriege ich das kurventechnisch am besten hin? Ich glaube, es ist besser, wenn ich ihn zwei weiter rausbringe. Aber das werden wir dann sehen. Müsste ich aber da vorne sogar drei hochgeben. Dann machen wir das hinten aber auch. Gucken wir mal. Wie sieht's denn aus? Wenn ich hier hin will, ist sogar noch einer dran. Okay. Na, ist das jetzt so. Den können wir jetzt hier schön da hinlegen. Und wir haben hier damit direkt den Rückweg. Mal gucken, wie kriegen wir den? Ordentlich da dran. Du musst. Nein, das geht so nicht. Wir ziehen dich bis hier hin. Und dann gucken wir, ob das klappt. Das klappt sehr gut. Den auch ein bisschen. Gut, dann meckert auch direkt das Signal da vorne. Das heißt, das müssen wir uns ein bisschen aufheben, bis ich richtig Signale habe. Diesmal meckert das sogar korrekt. Wissen wir mal die. Bis zu dieser Kante hätte ich ihn gerne. Okay, das wird eine zu scharfe Kurve, das kriegen wir nicht hin. Was ist, wenn wir dich dorthin setzen und
Standard. Das klappt. Und sieht sogar vernünftig aus. Das ist ein kleiner Knick nach innen, aber den nehme ich hin. Jetzt sagt das Signal, ich habe keinen Bock mehr. Wir brauchen also ein Blocksignal, für das uns Platinen fehlen. Verdammt. Okay, ich lasse dieses Stück nochmal weg. Einfach nur, damit die Signale weiter funktionieren. Okay, das Signal funktioniert so oder so nicht. Warum hatten wir jetzt keinen Bock mehr? Wir haben eh gerade keinen Zug, der da fährt. Hm? Vielleicht mache ich das noch ein bisschen öfter hin und her mit diesem Gleis, aber das weiß ich noch. Okay, wir haben den. Der geht da in den Bahnhof. Ist erstmal alles gut. Ich besorge Platinen, um die entsprechenden Signale zu machen. Ich muss ja auch da Signale setzen und. Da ist also noch ein bisschen was zu tun. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.